Du bist schuld. Ich kann ja nicht wissen, dass das Feld nicht bestürzt. Wäre wieder ist. Als Sklave rumgetrieben, ja. Soll ich das in der Mine riechen, dass das Feld nicht bestellt ist? Oder ja, nicht es ist? Riecht nach frischer Erde, das merkst du doch. Ja, dann riecht es aber nach einem bestellten Feld, wenn es frische Erde ist. Nee. Na doch, du hast Erde aufgehakt. Soll ich dir umgebuddelt habe ich es ja. Soll ich dir denn jetzt helfen? Nee, geh in deine Mine, aussehen. Hau ab. Morgen gibt's das Eierfest. Hey, ich geh in die Mine. Du kannst dich mal um das eingelegte Zeug und so kümmern. Und die dieses Tiere. Jahr können wir uns das Eierfest geben. Ja, Schatz, das Eierfest. Baby, ich gebe dir diesen Ratten. Jetzt krieg ich den gleichen Ratschlag nochmal. Irgendwie sind bei mir die Briefe verpackt. Hallo Ben, morgen halten wir das Eierfest am Stadtplatz. Ach so. In deinem Felix, ab heute gilt unsere Wette, das weißt du. Ja. Erinnerst du dich noch? Ja. Sehr wenn schön. Wenn du ein Schwert verschmeißt, schickst du mir eine Bulle Bier. Und wenn du es behältst, muss ich dir eine Bulle Bier schicken. Zwei Streams lang, ja. Mhm. Gilt das also müssen wir jetzt zwei 24-Stunden-Streams machen, habe ich gehört. Moment mal. Moment mal. Aber wenn wir zwei 24-Stunden-Streams machen, dann gehe ich nicht mehr in die Mine. In der Zeit. Also. Wie er sich freut darüber. Ne? Ja, ich sag mal so, du hast vorhin auch gesagt, das müssen wir ihm ja nicht verraten. Da lachte Ben. Als ob ich das ernst gemeint hätte. Du meinst immer alles ernst. Todernst. Todernst, du nimmst mich einfach zu ernst. Ja, du willst ja auch ernst genommen werden. Das klingt so falsch. Du nimmst mich einfach zu ernst. Ich bin nicht der Einzige, Alter, der das so sieht. Leute! Vielleicht solltet ihr mal miteinander vögeln, damit ihr ruhiger seid. Nee. Nee, ich kann mit meiner Freundin vögeln, das war schon. Bist du? Kam noch ein Sag mal aus dem Hintergrund. So, ja. Stardew Valley, wo ist es? Ich brauche mehr Saatgut. Die Blumenkohl ist noch nicht reif, okay. Wo hast du denn den Einladungscode hingepostet? Bei Gruppensuche. Bei Gruppensuche. Da. Kopieren. Wir haben übrigens zwischen Batterien und die guten Sprinkler und so. Stimmt, Felix war ja letztes Mal nicht da. So weit sind wir gekommen. Wir haben letztes Mal ein Gewitter ordentlich Batterien gekriegt. Mhm. Ordentlich Batterien was, gekauft oder bekommen? Gekriegt. Ach so, okay, cool. Wir haben irgendwie 5, 6 Batterien oder so. Ich glaube, wir haben nicht genug Iridium-Bahn tatsächlich gehabt für die Batterien. Ja, da muss ich mal in die Wüste gehen. Wir wollten mal so, hat Lumi schon gemeint, machen wir heute nochmal einen Wüstengang zu dritt. Okay, ne? Können wir machen. Ja, fände ich cool. Ja, Schatz, sieht schick aus, deine hohe Wein. 1, 2, 3, machen jetzt mal ein bisschen Nakensaft. Kann ich hier deine Speicherkarte noch einholen? Und eingelegte Pastinaken. Und dann haben wir nichts mehr zum Einlegen da, gell? Ja. Wenn dann. Haben wir keine Sachen mehr? Achso, weil wir jetzt immer Saatgut draus machen. Hm. Ja, schön. Ist natürlich dann schwierig. Ja. So, Koop. Na, Kira, was ist das, hä? Was ist das? Wo ist denn dein Kratzbrett hin? Können wir mal wieder wegräumen. Hat Mama wieder weggeräumt. Mhm. Ja, naja, unsere Kira ist ja nun mal unser kleines Kind. Ja. Unser kleines Baby. Ja, na klar. Hier ist das normalerweise der Hund, der Kindersatz. Nein, ja, nein. Wenn man keinen Hund hat. Ja. Ich hab eine Hundehaarallergie. Ich kann mir keinen Hund holen, sonst hätte ich mir einen goldenen Zurückbringer geholt. Die sind aber ordentlich überzüchtet, die kann ich nicht empfehlen. Ja, aber ich hätte mir trotzdem so einen goldenen Zurückbringer gewünscht. Vor allem sind die verfressen wie verrückt. Ja. Wenn der irgendwas irgendwo liegen lässt, ey. Ja, und das ist das Nächste. Ich hätte mit dem Hund rausgehen müssen. Du hast noch mehr Gründe draußen zu rauchen, ist doch gut. Apropos, ja, Felix. Im Weihnachten, während hier Dezember, kann ich jeden Tag jemanden zum Training mitbringen. Nicht bloß freitags. Das ist sehr schön, Benni. Ich habe ab 24. Zeit. Als ob du sonst keine Zeit hättest, du hast ja sonst auch Zeit gehabt. Lass dich jetzt mal so stehen. Du willst ja nur nicht. Ja. Ich
war letztens Go-Kart fahren. Das ist bestimmt Sport. Hört sich auch so an. Ja, hat danach ganz schön meine Arme weh. Das zeigt eigentlich, dass du deutlich mehr Sport machen müsstest. Das Beste war ja sowieso, wir sind ja nach Coswig gefahren und ich habe das ja über Jodel gemacht und habe noch meinen kleinen Bruder mitgenommen. Und also, wie kam das eigentlich zustande? Ich so, ja, ich habe abends bei Jodel reingeschrieben, dass ich Bock auf Go-Kart habe und sofort haben sich zwei gemeldet. Ach, jetzt hast du diese Notiz mit der Uhr und das ist nachts, dass man nachts um... Okay, Ben stirbt gerade. Ben stirbt gerade, genau. Ja, dass man nachts... um 20 vor 1 da diesen Busch rütteln sollen. Genau. Haben wir das jetzt eigentlich gemacht? Nee, hatten wir noch nie gemacht. Ich habe mich verschluckt, deswegen. Tut mir leid. Benny ist ja letztens immer verstorben, weil ich bin gar nie verstorben. Ja, eingeschlafen, weil du deine Dates immer kurz vor knapp hattest. Ich kann nichts dafür, dass die Abigail sich mal abends treffen will, ja? Halt geil. Und Sebastian ein Sashimi gemacht. Ich muss ihm das noch schenken. Ja. Mhm. Schon auf dem Weg. Ich lauf dir hinterher. Bleib Nein! Der Perverser verfolgt mich. Hilfe! Da fällt mir sofort von TikTok ein. Ich bin ein Perverser. Ein Perverser? Was willst denn du? Ich hau dir auf den Popo. Auf den Popo? Irgendwie kenne ich das nicht. Ne? Auch nicht. Nope. Wo kommt der Wind hierher? Du bewegst dich viel zu schnell, Schatz. 1, 2, 3, 4. Kennt ihr TikTok? Ich habe eine Sequenz. Ich habe eine Sequenz mit meinem Schatz, Sebastian. Oh, er fährt Motorrad. Der wird ja mal attraktiver. Oh, hallo Lumi da. Und hat ein dreckverschmiertes Gesicht. Da bist du dabei, ne? Ja. Ja. Was, hast du noch nie ein Motorrad gesehen? Ich hab's dir wohl bisher nicht gezeigt. Oh, er hat's mir bisher nicht gezeigt. Jetzt zeigt er dir gleich, wie es abgeht hier. Jetzt fängst du an, zweideutig zu denken. Manchmal nach Sonnenuntergang fahre ich für eine ganze Weile raus aus dem Sternentortal. Nichts ist vergleichbar mit diesem Gefühl, durch leere Straßen in Richtung des Leuchtens der Stadt zu düsen. Ach Gott, wie pathetisch. Was? Sobald ich genug gespart habe, ziehe ich los. In die Stadt und noch weiter. Nur mein Motorrad und ich. Hey, und ich? Tja, du hast wohl noch nicht dein Herz erobert, würde ich mal behaupten. Ich habe eben so Sashimi gekocht. Ja, aber das hat mir wohl noch nicht gereicht. Muss noch mehr Sashimi kommen. Er hat es ja noch nicht bekommen. Er muss mir erst sein Motorrad zeigen. Das wär's. Das Öl ist gewechselt. Er muss dir erst sein Teil zeigen. Guck mal, hey, vielleicht nehme ich dich auch mal auf eine Fahrt mit. Aber nur auf eine, nicht hier auf die Dauerfahrt sonst wohin, ja? Also seit ich jetzt mal Motorrad gefahren bin, finde ich es cool. Vorher hatte ich Angst vor Motorrädern, also sage ich, das klingt gut. Motorrädern? Großartig. Wenn ich nicht sagen soll, dass ich Angst habe davor, dann hätte er so den Macho raushängen lassen können. So, kann dir ja zeigen. Hast du dich um die Tiere heute gekümmert? Ja. Okay. Kannst du mich mitten in meiner romantischen Liebesszene fragen, ob ich irgendwelche blöden Kühe gemolken habe? Es gibt so viel Wichtigeres auf diesem Planeten. Ja, Kühe gemolken hast, ist das ziemlich wichtig für mich. Halt irgendwie mit Wörtern, oder? Reden ist heute nicht. Wo ist er denn jetzt hin? Jetzt ist er verschwunden. Ich habe Sashimi für ihn gemacht. Oder wie heißt der Scheiß? Doch, Sashimi. Wer war das? Wie heißt der Scheiß? Das ist das Leibgericht des Schatzes. Du kannst nicht sagen, wie heißt der Scheiß dazu. In Real Life würde ich niemals meinem Schatz Sashimi machen. Das ist Fisch. So. Lumi. Ja. Mit wem hattest du gerade eine Sequenz? Mit Sebastian. Achso, ne, während deiner Sequenz ist der an mir vorbeigelaufen. Wisst ihr, Felix ist viel interessanter als dich. Ich wollte mir eigentlich eine Cola kaufen und heute ein Cola-Bier machen. Ich wurde verpeilt, jetzt habe ich nur Bier da. Mit was könnte ich denn das mischen? Bananensaft. Mit Bier schicken. Ach nee, er hat nur einen Insektenkopf für mich. So krass ist das Ding nicht. Wir heben es trotzdem mal auf. Ich habe hier mal noch eine Recycle-Maschine hingestellt, die habe ich gerade gekriegt, weil ich ein Bündel vervollständigt habe. Ja. Schön. Ja. Was ist denn hier ein Fisch drin? Er hat keinen Fisch, was ist drin? Warum sind überhaupt Fische drin? Die sind da drin, um sie zu Dünger zu verarbeiten. Ach so, na gut. Wir haben nur noch 8 Batterien da drin. Saatgut hingeschmissen? Ich habe das letztes Mal gesagt und hast du gesagt, ja, ist okay. Ich habe dir das gesagt.
hau da jetzt noch was rein. Ich habe nämlich noch 25 Blumenkohlsaat habe ich nämlich noch. 6 mal Knoblauch und 50 mal Kartoffeln. Ach, und hier noch Blumen. Wieso hast du jetzt noch 50 mal Kartoffeln? Weil ich das noch hatte anscheinend letztens. Oh je. Und ich dachte mir gerade, cool, ich habe alles ausgesät. Na komm, 60 Kartoffeln, das kriegt er jetzt auch noch hin. Ja, aber nicht mehr heute Abend. Matze, ich antworte dir wieder vorm zu Bett gehen. Ah. Das ist immer am einfachsten. Entschuldigung. Hier sind ja noch Dünger drin sogar hier. Standarddünger. Ja, das hat mich reingehauen. Und wir könnten auch wieder neuen Dünger machen. Gell? Wir haben hier nämlich noch Dings, Ahornbla. Ahornbla? Harz. Blabli blub. Harz. Der Mann im Mond sagt, du bist raus. Harz, Mann. Mit dir war das ein Clown geflühstückt. Nee, ich bin krank. Da bin ich immer so. Ich wach, ey. Ihr habt halt echt Mutter, Röder, Kuh. Was? Ja, das habt ihr heute alles schon gebracht. Das ist, wenn man eine Autokorrektur über die Voice benutzt, weißt du? Dann korrigiert irgendeinen Scheiß. Warum sind hier Fische im Oh Mann. Darfst du es nochmal erklären, Lumi, warum sind da Fische? Du bist so ein Lichtpfeiler. Es ist nicht so, dass ich das vor 3 Minuten erklärt hätte. Dass man daraus Dünger herstellt. Das ist ein Verbrauchsmaterial. Stellt daraus Dünger her und lasst mir meine Ruhe. Mach selber. Mach's dir selbst. Besser geht's nicht. 1, 2, 3, 4. Du kennst das schon sehr gut. 1, 2, 3, 4. Das sieht furchtbar. Sowohl als Teenie als auch als Erwachsene. Ich mochte das tatsächlich. Ernsthaft? Ja. Aber waren die Silbermond? Nee, wir waren das. Nee, aber die waren zur Zeit von waren so ein Juli. Schlechtes Silbermond irgendwie. Da gab's Juli war es auch nicht, das war so eine No-Name-Band. Da gab es früher doch noch eine andere Band, Sofaplanet. Einfach ficken. Ja, nee, Sofaplanet war wieder was ganz anderes. Aber die machst du selbst für so eine komische Girly-Band und oh Gott, haben die sich cool gefühlt, damit ein Lied über Selbstbefriedigung zu reden singen. Oh, wie ich sowas hasse. Immer normale Sachen so aufbauscht, als ob es irgendwie was Geiles wäre. Aber Selbstbefriedigung ist doch ganz geil. Ist es auch, aber darüber muss man nicht unbedingt ein Lied singen. Mehr als 3-mal schütteln ist Selbstbefriedigung. Die Simpsons. Ich bin kein Mann, ich kann da nicht mitreden. Mach dir selbst Lied von Böse Onkels. Steht hier. Würde mich nicht wundern, wenn es da eins geben würde, tatsächlich. Aber das ist eher eine Parodie auf den anderen Quatsch wäre. Irgendwas mit E, oder? Elena? Oder sowas? Was? War das nicht eine einzelne Tussi? Und gar keine richtige Band? Band. Aber wenn ich hier Mach's dir selbst suche, ne? Dann kommt hier auch Böse Onkel. Das war aber nicht Böse Onkel, das hat eine Frau gesungen. War vielleicht die Frau von den bösen Onkels, die bösen Tanten? Nein, das war nicht Silbermond. Ich sag doch Silbermond. Silbermond? Mach's dir selbst? Ja, das war Silbermond. Oh Gott, das ja? sich besser. Okay, Silbermond mochte ich eh noch nie, von daher. Mach dir selbst, überleg nicht, mach dir selbst, besser geht's nicht. Ja, das ist Silbermond, ich sag doch, das war Silbermond. Benni, das war gewonnen? Nicht Silbermond, das war eine kleine Band. Jetzt habe ich wegen dem dummen Gesuche gerade, habe ich jetzt verpasst, zur Abenteuergilde noch zu schaffen. Also ich habe es nicht mehr geschafft zur Abenteuergilde. Alles gut. Wir sind hier eh nicht produktiv. Wir sind auch letzte Woche nicht irgendwie produktiv gewesen. Scheiße. Du klingst auch so, als müsstest du mal früh schlafen gehen. Übrigens 1 Uhr, Leute, denkt dran. Jetzt wird hier wütend auf die Tastatur eingehackt. Ja. Ich hab eine neue Tastatur. Tatsächlich wütend. Was hab ich denn? Du hast eine neue Tastatur? Ja. Was? Warum hast du eine neue Tastatur? Weil meine alte kaputt gemacht wurde. Meine alte. Kaputt gemacht wurde. Jetzt kommt sie. Jetzt kommt sofort aus der Stube. Ja, ja, ja. Was hat sie denn gemacht? Ne, ich hab doch. Ich glaube, dein Bildschirm ist das noch. Achtung, Lumi 41. Ich bin doch schon längst im Bett. Was wollt ihr eigentlich schon seit 2 Stunden? Mein Bildschirm ist es noch. Ich guck mal kurz, ob ich ein Bier finde. Ich muss dieses scheiß Bier noch aufbrauchen. Man kann die Tastatur auch so anskippen. Ja. Nach oben. Ich drücke euch gleich noch weiter. Moment. Ja, und? Und das Teil war halt gebrochen. Und wie hat man das geschafft? Ja, wie wurde das geschafft, Schatz?
Weiß man nicht mehr. Hab ich runtergefallen oder blöd aufgeditscht oder so. Beim Saubermachen auf drauf gelehnt oder so. So ähnlich. Und jetzt habe ich halt eine neue von wieder von Trust, ist die, glaube ich. Und die hat, also keine teure, sondern eine ganz normale. Ja. Aber die hat viel weichere Anschläge, das ist cool. Okay. Ja. Also man hört es beim Tippen immer so. Ich habe mir in der Zeit eine LED-Leiste um mein Bett geklebt. Hm, habe ich direkt beleuchtet. Auf Instagram. Stimmt. So viel zu Lumi, wir drückt uns noch schnell weiter. Okay, ich bin wieder da. Ah. So. Hast du mein lustiges Auto gesehen? Welches lustige Auto? Ja, bei Instagram. Nee, ich glaube, ich habe dir tatsächlich noch nicht auf Follow gedrückt. Muss ich noch machen. Doch, wenn folgt dir. Habe ich? Dann habe ich es ja. Nicht gesehen. Tut mir leid. Dann habe ich es aus irgendeinem Grund übersehen. Schande über dich. Shame. Shame on you. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Wir buddeln uns einen ab. Wir buddeln uns einen ab. Warum buddelst du? Ich mache hier mehr Dingens, mehr Bereich zum Säen. Hier oben habe ich gerade Haufen Zeug gepflückt, also. Ja, kannst du doch machen. Ja, da kannst du das da, aber hin. Nein, einfach da wo du gesät hast, dann wirst du ja wohl auch wieder neue Saat machen und wir neu aussehen. Das weiß ich noch nie. Wenn nicht, muss ich leider da zu dir kommen und dir einen Klaps geben. Einen Klaps? Auf den Popo oder was? Wenn du den gerne auf dem Popo haben möchtest, darfst du aussuchen, wohin. Aber ich entscheide dann, wie stark ich zuhaue, je nachdem, wohin ich haue. Nee, dann lass lieber. Ich brauche meinen Popo noch. Weiß ich nicht. Muss mal deine Freundin fragen, wie du deinen Popo brauchst. Da brauche ich nicht fragen, das weiß ich. Irgendwer muss ja noch Auto fahren. Dazu brauchst du ja keinen Popo. Doch, ich muss mich ja irgendwo draufsetzen. Ach Quatsch, das wird überbewertet. Können wir eigentlich noch einen normalen bauen? Weil wir haben hier irgendwo eine Stelle, wo ein normaler fehlt, ein normaler Sprengler. Ich glaube, wir haben noch einen normalen Sprengler, ja. Er muss es halt doch nicht machen. Ich habe ja noch ein bisschen Saat, die ich hier hinsehen kann. Eierfest hat begonnen. So. Lumi! Eierfest, verdammtes Eierfest! Wer hat in diesen Vervielfältiger da bitte einen Smaragd reingetan? Ich wahrscheinlich. Benny, das ist da der Edelstein, der am wenigsten Gewinn bringt. Ich wusste nicht, was das. Nee, aber die sind schön. Smaragd habe ich nicht reingetan. Matze Hot, bei Stardew Valley gibt es keine Song Requests. Falls das ein Song ist. Offensichtlich ist das ein Song. Wo so, kommt ich das jetzt rein? Hier. Altes vergammeltes Bier mit Früchtepunsch. Boah. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es wirklich eklig oder gut fände. Ja, Benny, was können wir denn hier davon wegtun aus der Kiste? Wie wäre es, wenn du alles, was Gold ist, verkaufst erstmal? Es ist der Titelsong von Sailor Moon, Matze. Und ansonsten weiß ich gerade nicht, wie jetzt immer zum Eierfest. Lumi will auch zum Eierfest. Lass erstmal Eierfest feiern. Also nicht ja. Die Titelmelodie. Ein Song davon, oh, Sailor Moon ist geil. Ich werde unbändigbar sein, der Beste sein. Moment, das ist Dragon Ball und nicht Sailor Moon. Ich habe, ja, das ist der einzige, der mir eingefallen ist. Ich habe jetzt vor kurzem rausbekommen, dass auf Tele 5 früh Digimon kommt. Könntest du bitte mal zum Eierfest kommen? Muss ich mit meinen ganzen Waren. Wartet mal. Ist doch scheißegal, du brauchst doch keinen Platz im Inventar. Was gibt nichts über Sailor Moon? Doch, Sailor Moon war kacke. Sailor Moon war nicht kacke. Sailor Moon war richtig kacke, weil das kam Samstag früh, wo ich coole Sachen gucken wollte und nicht Sailor Moon. Ich habe das nach der Schlücke geguckt unter der Woche. Ja, das wäre ja noch schöner gewesen, wenn ich das unter der Woche hätte gucken müssen. Nee, nee. Das war richtig cool. Also Sailor Moon war was gibt's denn hier? Ich kann Plüschhasen kaufen. Am schlimmsten war, als das World Trade Center angegriffen wurde und dadurch Yu-Gi-Oh! Ausgesetzt wurde.
Ich hab mal kurz 50 Erdbeersaat gekauft. Und ja, ich hab das mit dem Ost schon mitbekommen. Aber ich hab eine CD von Sailor Moon, da war das jedenfalls. Unsere Hennen mussten Überstunden machen, um dieses Fest vorzubereiten. Sie verdienen nur das Beste heute Abend. Eine Runde saftigen goldenen Mais. Lumi, warum rennst du die ganze Zeit mit erhobener Hacke bei mir rum? Keine Ahnung, weil ich einen Bock hab bei dir. Weil ich dich hacken möchte. Sieht eher aus wie, hier bin ich, hier, ich bin der Tourguide. Kannst du jetzt mal lesen, Ben? Jetzt konzentrier dich mal auf die Arbeit, das ist mir nicht so Spaß. Keine Rede, wirklich mit mir, ich komme nur wegen der gefüllten Eier. Gibt es irgendwo noch mehr zu essen? Sollte sein Frust nicht im Essen ertrinken. So, jetzt bist du aber drüber dran, Ja, ist ja gut. Ich hab den Punsch etwas aufgebessert. Bleib unter uns, Kindchen. Ja, gibt richtigen Punsch. Ist das geil, die Lumi. Ey. Nicht in der Recht? Achso, ich dachte, du bist erst im Gas, aber. Na gut, dann mach ich erst Gas. Ja, jetzt bin ich schon da. Frühling ist eine sehr geschäftigte Zeit. Es gibt nichts mehr einen freien Tag, um mit Freunden zu plaudern. Ich hoffe, allen schmeckt es Essen. Ich habe tagelang gekocht, um alles vorzubereiten. Spiegeleier, hartgekochte Eier, gefüllte Eier, Rührei, Schokoladeneier und so weiter. Ich Lust auf Eier. Welche? Abby liebt die Eiersuche schon von klein auf. Teilweise verstecke ich Eier zu gut und keiner findet sie. Naja, bis der Sommer dann kommt, die heißen Temperaturen bringen schließlich den fauligen Geruch an den Tag. Ich bin kein großer Fan von Eiern, um ehrlich zu sein. Kann gar nicht mit dem reden. Selbst mit meinem Beinproblem verpasse ich nie ein Eierfest. Komische Stimme. Den Dings hattest du noch nicht, den Dunkelhäutigen. Stimmt. Der war aber vorhin noch nicht hier. Eier? Ja, schon etwas merkwürdig, sowas zu essen. Wieso? Schmeckt halt gut. Menstruationsprodukt und nom nom nom. Wann beginnt die Eiersuche? Ich bin so aufgeregt. Hoffentlich kann ich ein paar Eier finden, bevor Vincent sich alle schnappt. Hier sind schon Eier. Darf ich die einfach nehmen? Die Kinder freuen sich schon seit Wochen auf dieses Fest. Ich freue mich immer auf die Zusammenkünfte. Dadurch entsteht ein richtiges Gemeinschaftsgefühl im Tal. Ich bin schon seit Tagesanbruch wach und färbe Eier. Mein absoluter Lieblingsteil diese Jahreszeit. Vincent liebt dieses Fest. Es ist schön, ihn so glücklich zu sehen. Willkommen beim Eierfest. Dank meiner wundervollen Hennen. Soll ich jetzt den Bürgermeister schon machen oder machen wir erst die anderen? Nee, wir machen das mal, oder? Okay. Dieser Früchtepunsch ist ungewöhnlich gut. Ja, kein Wunder. Oh, das ist das Intro, Matze. Gelegentliche Pausen bei der Arbeit können auf lange Sicht die Produktivität steigern. Er ist wirklich schnöselig. Mich kannst du nicht ansprechen. Der NPC funktioniert nicht. Majority. Worüber sind alle so glücklich? Eier, warum Eier? Dieses Fest war schon immer Tradition. Tradition verbindet uns mit unserer Vergangenheit und der Zukunft. Ein angenehmes Gefühl. Du bist hier die ganze Zeit rumsliden bei mir. Soll ich deine Abby machen? Ja, mach mal. Nach Eiern zu suchen ist fast wie eine Schatzsuche. Man darf das nur nicht aus dem Kontext reißen. Das ist so schwierig sonst. Ja, Leute, sind Eier. Leckere, gute Hühnereier. Es gab mal einen Eierwettwerf mit faulen Eiern. Bürgermeister Lewis hat dem schnell ein Ende gesetzt. Ich wüsste, dass du ihn so beschränkt liest, hätte ich deine auch beschränkt gelesen. Oh, meine Nase. Nase. Allergien. Sollte ein bisschen weniger koksen, ne? Oh, hey, ja, Hayley. Das ist Felix, Schätzchen. Dieses Fest ist ganz nett, aber was ich mich wirklich freue, ist der Blumentanz. Ich versuche jeden Tag mindestens 3 Eier zu essen.
Den hatte ich schon. Hier unten ist noch der. Alle, oder? Nee, hier unten ist noch. Sagt übrigens noch was, der Alex. What? Hier ist ich brauche das Protein für meine Beine. Und der Arzt, genau. Der sagt auch ein paar Sachen. Ja. Eier gehören definitiv zu einer gut ausbalancierten Ernährung. Ups, ich sollte für den Moment meine ärztlichen Ratschläge verkneifen. Das sieht geil aus, Lumi kleidet da hier. Ich sage, bei mir ist ja auch die ganze Zeit rumsliden. Bei mir läuft alles in Ordnung. Wollen wir jetzt mal anfangen mit der Eiersuche? Seid ihr bereit? Ja. Bevor ich jetzt das Bier getrunken habe und nicht mehr bereit bin. Gefällt's dir, Ben? Wie mache ich denn das? Das macht doch der Bürgermeister, oder? Ja, mit dem haben wir gerade geredet. Ich konnte nicht. Meinst du, dass wir mit der Eiersuche? Ich kann das jetzt machen. Ja, du musst es machen. Sehr gut. Kann nur noch was. Hallo, Bipo Bunny. Soll ich, seid ihr bereit? Ja, hau rein. Ja, ist ja jetzt gut. Ah, ihr Zicken, ehrlich war. Komm in die Hufe. Ich hab keine Hufe. Mach Lack. Sie haben Finger. Das Highlight der heutigen Festivität. Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festivitäten. Die jährliche Frühlingseiersuche. Ganz ruhig, Kinder. Ihr braucht eure Energie noch, wenn ihr die meisten Eier findet und den Preis abstauben wollt. Ja! Benni, eigentlich musst du den Gesichtsausdruck von ihm noch in der Facecam zeigen. Ich mach das tatsächlich automatisch immer, wenn ich sie vorlese. Nun sind alle bereit. Ihr müsst gleich bereit klicken. Ja, ich bin bereit, ich will Eier finden. Lasse die Eiersuche beginnen. Geh weg! Dann geh woanders lang! Geh du doch woanders lang! Meine Tastatur hängt! Nein! Ja, ja, Tastatur hängt. So wird das jetzt hier rausgeredet. Ja. So wird also jetzt hier rausgeredet. Ich finde das aber ganz schön blind. Guck mal da hinten hin. Kann ich nicht. Oh, nö. Die Kinder sind echt blind. Die laufen an einem Haufen Eiern vorbei. Ich bin auch blind, glaube ich. Ich bin auch blind. Ich habe das erste Mal gewonnen, was ja nicht gezählt hat, weil wir unseren Hof verloren haben. Ich glaube, das gelingt mir kein zweites Mal. Hier unten ist gleich nicht weiter, ne? Hallo. Nein, ich will nicht die Inschrift lesen. Ich will dieses verfickte Ei. Das Ei habe ich natürlich nicht gesehen. Weiß jemand, wie viele Eier es denn eigentlich gibt? Die sind auch immer an der gleichen Stelle, glaube ich. So. Wie viel habt ihr denn geschafft? Wieso verändert mein Lubotty Boy seine Farbe? Vorhin war er grün, jetzt ist er gelb bei mir. Wow, schaut euch all die Eier an. Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll so effizient aufzusammeln, hätten wir wie die sauberste Stadt diesseits des Edelsteinsees. Und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche. Dum-dum-dum-dum. Lumida! Von wem? Dafür bin ich doch mal gelegen. Deshalb Tittenbonus. Ich habe 6 Stück ist gefunden. Dein Preis. Mach, ich habe 5. Viel Spaß. 3 gefunden. Ich habe Strohhut. Nun, das war das Eierfest wieder. Für dieses Jahr. Mein Danke, Strohhut. Dass ihr dabei wart. Hast du nicht das erste Eierfest hier dabei auch gewonnen? Ja, und das hat ja nicht gezählt, weil wir den Hof aufgeben mussten. Na, aber wir haben doch noch ein. Also, wir haben das Eierfest doch immer mitgenommen, oder bin ich blöd? Nein, beim zweiten Mal haben wir es doch übersprungen und wir wussten alle nicht warum und wie wir es gemacht haben. Ich will keine Kartoffel essen. Weißt du das nicht mehr? Ach, stimmt, da haben wir den Tag ausgelassen, ne? Ja, weil wir irgendwie den Tag verdattelt haben. Ich habe keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Wir haben ihn verdattelt. Trotz Inschrift? Hast du dich, was denn für eine Inschrift? Hast du dich, die du gelesen hast. Verwirrt. Die Inschrift, die du gelesen hast, anstatt das Ei direkt zu nehmen. Achso, sehr gut, dass ich sogar weiß, was da gemeint ist. Sehr gut, dass du weißt, was Leute, die bei mir zuschauen, meinen und ich nicht. Ich habe einen Strohhut, ich habe endlich meinen Strohhut wieder. Guckt euch meinen Strohhut an. Hey, Raffi, wie geht's dir? Sieh meinen Strohhut, siehst du meinen Strohhut? Siehst du meinen Strohhut? Ich habe einen Strohhut, du hast keinen Strohhut. Du bist auch ein Strohhut, du hast keinen Strohhut. Wo ist Ben? Wo ist Ben? Wo ist mein Strohhut? Lumi. Wir sind im zweiten Jahr. Ben Lumi. Ist noch nicht zu Hause. Wo ist Ben? Ich will Ben meinen Strohhut zeigen. Was denn? Hey, Raffi. Ich will meinen Strohhut zeigen. Kapierst du nicht, oder? Nein, kenne ich nicht. Geh mir aus dem Weg. Wo kennst du nicht One Piece? Nee. One Piece habe ich nicht geguckt. Da, guck, Ben, Strohhut. Strohhut, fast so schön wie fast den Haken. Ben, mein Strohhut.
Wir brauchen mehr Platz zum Anbauen. Hast du dich um die Tiere gekümmert, Lumi? Nein. Nein. Na, jetzt ist zu spät. Jetzt können wir höchstens noch Dings essen. Wo tut ihr die Mayonnaise hin? Milch. Au. Lustig, dass die euch nur angreifen. Ich krieg keinen Schaden von dem Viech. Wo tut ihr dem... Ach, ihr macht das schon mit der Mayonnaise. Was willst du mit deiner Mayo? Naja, wo ihr die hinkommt. Mayo, Mayo, Mayo. Mayo Pavango. Konnte mich nicht um die Tiere kümmern, weil ich was zu trinken geholt habe vorhin. Das wusstest du aber auch. Ja, du musst trotzdem deine Pflichten erfüllen, bevor du saufen gehst. Ich habe keinen Platz mehr. Verdammt. Na gut, die Milch ist geerntet und die Eier können ja liegen bleiben bis morgen. Das ist ja nicht schlimm. Ich bin auch noch auf dem Krimskrams im Inventar. Oh, ein neues Küken ist geschlüpft. Wie wollen wir es nennen? Betcho? Wir nennen es jetzt Betcho, weil ich nämlich keine Zeit mehr habe. Wer ist denn Betcho? Betcho, nicht Betto. Klingt Schlimm ganz schön Betto. Kacke. Ja, Pech. Ist jetzt halt so. Oh, ich will kein Ei essen. Jetzt geh doch mal schlafen, Lumi, ey. Wie sollst du denn so... Wie willst du denn so morgen ausgeschlafen sein? Ich schaff's nicht mehr ins Bett. Nein. Wie willst denn du morgen so ausgeschlafen sein? Warum schaffst du es nicht mehr ins Bett? Ach so. Nein! Wenn ich komm zu dir! Mach Platz! Hau ab! Mach Platz! Ich will ernst genommen werden! Du wirst ernst genommen, volle Kanne ernst genommen. So ernst, dass ich mit dir schlafen möchte. Käsepresse kann ich jetzt Qualitätssprengler machen. Da regelt Vögel ich nicht mit Leuten, die ich ja nicht ernst nehme. Das glaube ich dir irgendwie nicht. Ich habe Gießkannen. Wie glaubst du mir nicht? Es klingt so, als ob ich so wahllos wäre. Ich weiß nicht, ich habe da so Geschichten gehört.